Moin Moin Kratujane und jetzt willkommen zurück zu World of Warships Schiffsroulette. Es geht wieder los. Mit dabei der Nere in der Leningrad. Hallöchen. Hallo. Und mit dabei der Niniko in der Weimar. Wir haben Spaß und werden hier zu dir gleich fahren. Schiffsroulette, für alle, die es nicht kennen, hat besondere Regeln. Das ist ein Spielmodus, den wir uns selber ausgedacht haben, den wir, oh Gott, da müssen wir hier alle irgendwelche Meldungen machen, das nervt ja. Ist ein Modus, den wir uns selber ausgedacht haben. Es geht darum, Schiffsroulette bedeutet, sobald ich getötet werde, muss ich das Schiff spielen, was mich versenkt hat. Sollte ich überleben, werde ich immer das Schiff spielen, was mir gegenüber in der Endauswertung steht. Hier in dieser reinen, fast reinen T9 nur mit ein paar Achtern und ein paar Siemer Opfern. Wir werden... Alter, geh mir die Typen auf den Sack. Wen haben wir denn hier? Renamed User, Nachrichten blockieren. So, welcher ist der andere? Kornikus. Kornikus, Nachrichten... So, perfekt. Jetzt sollte Ruhe sein. Ahoi. Das ist so gesehen Schiffsroulette. Ne? Bisschen Variation ist manchmal drin, gerade wenn jetzt das mir gegenübergestellte Schiff das Schiff ist, was ich auch gerade schon gespielt habe, dann weicht das meist nochmal ab, aber im Großen und Ganzen ist das das Schiffsroulette. Wird uns hoffentlich eine Menge Spaß bringen. Ich meine, in dieser Runde hier, das sieht so aus, als ob wir ich gleich tot bin. CV dabei, lauter neuner Schlachtschiffe, das wird ein Graus, aber mal gucken. Und extra, wir haben den Modus schon mal gehabt, ich werde das auch in die gleiche Playlist alles reinpacken. Habe aber hier zum Auftakt, so gesehen, der zweiten Season vom Schiffsroulette, habe ich mir extra die Maya mit der schicken Tarnung mal rausgepickt. Und ich bereue es jetzt schon. Wir haben nämlich nicht besonders viel Reichweite. 15,45. Da kannst du leider nicht so viel mitmachen. Da müssen wir jetzt hier tatsächlich mal schauen, dass wir überhaupt mal irgendwas beschießen können. So, schon mal wieder volle Möhre spottet. Ach, wie schön. Idee... Kann ich davon? Ach, durch die Flieger. Durch die scheiß Flieger. 5000 Damage schon abgefackelt. Auf jeden Fall ein guter Start. Finger raus. Der greift mich echt. Wirklich. Wirklich. Der macht seinen Namen alle Ehre. Den Arm. Ja. Genau. Ich hasse es. Müssen wir warten, bis die Flieger abhauen. Und dann können wir hier anfangen. Nein, es ist eine Salve kommt. Da können wir uns nicht gegen wehren. Duncan, immer noch Flieger draußen. Endlich weg. So. Schicke Tarnung. Ich sehe keine unterkühltes Nadelholz. Die ist ja auch nicht schick. Die ist ja auch sauhässlich. Sauhässlich. Torpedos haben wir. 20 für 21.000 Damage. 76 Knoten schnell, aber leider nur 8 Kilometer. Daher größtenteils unbrauchbar. Muss man leider so sagen. Da haben wir einen Mahan, der rückwärts hier langfährt. Bestimmt gleich stehen bleiben. Mahi, Maho, Mahan. Da haben wir die Z. Da kommt eine Lepanto-Salve. Das wird... Ja, unangenehm. Das dachte ich mir. Au! Das wird sogar... Ach, und eine Heilung haben wir auch dabei. Gott sei Dank. Aua, aua, aua. Hauen wir mal ab. Unsere Schlachtschiffe haben so richtig Bock hier zu spielen. Ich meine, der eine, der hier steht, ist der, der am Anfang die ganzen Dinger da gespammt hat wie so ein Bekloppter. Das braucht uns denn auch nicht wundern. Und... Aua! 5000 nochmal reingedrückt. In etwa meine ganze Heilung. Autsch! Dürfte ich unsichtbar werden? Irgendwie? Irgendwann? 15,3? Komm, Tarnung! Tarnwert! 11,2. Flugzeug ist doch da hinter dir. Nee, der hat mich nicht aufgemacht. Das war irgendwas anderes. Durch Schießen halt noch hochgesetzt. Wie soll ich einen Tarnwert von 10,2? Hatte ich nicht von einem von 10,1 im Hafen? Also... Der Flug... Was ist das denn? Das ist mal was Neues. What the fuck? Ohne Scheiß, weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus, als wäre das der gleiche Account. Inwiefern der gleiche? Weil er zufällig genau da jetzt reinfährt, oder wie? Weil die Zone sich da hingestellt hat und seit 4 Minuten an dieser Ecke wartet. Lol, und jetzt der CV da ankommt, ja. Wäre jetzt lustig, wenn der CV das Duell noch gewinnt. Das sieht fast so aus. Er ist gone. Er gewinnt das. Okay, ich hab nichts gedacht. Warum auch immer. Hey, jetzt taubt er. Jetzt hat er ihn. Hey. Okay, interessanter Auftakt für den Abend. Dieses Niveau war ungefähr die Goldquali in den Gewerteten. Okay. Dauerhaft, das, immer. Das ist gut. Das war das Niveau, was ich da erleiden durfte über Stunden. War sehr schön. Hab sehr viel Spaß gehabt.
Torpen mal hier hin. Wir torpen einfach mal dahin. Zünden mal die Heilung. Wir hauen hier mal ab. Was macht ihr denn hier? Warum hauen die ab, die... Oh, es ist so nervig. Es ist so nervig. Egal, was du immer spielst, es ist immer falsch. Oh, 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 Duncan dreht um. Das ist nur, weil ich geblinkt habe. Ich sag's euch. Leute, zu spammen mit Blinken ist immer gut. Der CV hatte noch einen Termin. Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht hat er das eben doch absichtlich gemacht, näher und auch noch mit dem Torpen extra gewartet. Wir unterstellen jetzt einfach mal irgendeinen Wildfremden, dass er hier Account-Sharing betreibt. Nee, nicht Account-Sharing. Nee, du, Multi-Account-Using. Dass sich die Scone da hinstellt und wirklich 4 Minuten wartet, ist halt sehr suspekt. Naja, dass stimmt. Dann genau der CV da hinkommt, ist auch nochmal sehr suspekt. Auch findest du? Dass der da einfach durchfährt, das sieht mir nicht mehr nach. Das ist ein bisschen sehr. Alles geht mit rechten Dingen zu. Okay. Jetzt aber auch für ihn zusammen. Vielleicht hat die Scorn auch damit gerechnet, dass irgendeiner in der Mitte durchfährt. Und das war jetzt ein einfach Zusammenspiel von total verrückten Momenten. Na klar, das kann immer sein. Nee. Jetzt die Vorder lang fährt, ist nicht normal. Doch, aggressiv. Während er alles tötet, wollte er B-cappen. Ist doch logisch. Als CV kannst du das ja. Das war echt ein bisschen... Ich meine, die Indomitable kannst du jetzt auch melden. Das ist... Was meldet man da? Spielt schlecht? Das ist ja Trolling. Der hat das ja mit Absicht gemacht. Grundlos. Achter in einer 7er, 8er, 9er Runde. Gab keinen Grund. Oh nein, Nico down. Wei, Niniko, wei! Oh oh. It's gone down. Jetzt ist er in der Mitte durchgefahren und da gestorben. Jetzt hat er genau das gleiche gemacht, wie nämlich die Indomitable. Aua. Hornet soll mein Cap holen. Echt, ey, Hornet, warum bist du noch nicht in C drin? Kack-CV. Der feindliche hat's wenigstens probiert. Weißt du, der hat's wenigstens probiert, ja? Ich habe immer noch das gleiche Problem. Ja, scheiße. Also ich bin gleich wieder weg. Mit dem neuen PC dann. Dann wird das weg sein, ich sag's euch. Ja, dann ist das weg. Nicht. Wer weiß. Hattest du deinen PC, den du jetzt gerade hast, mal komplett neu gemacht? Nö. Ja, das wäre vielleicht auch noch wegen... Keine Ahnung, funktioniert einfach. Ich habe gerade einen PC, der funktioniert. Ich fange jetzt nicht an, den nochmal komplett neu für World of Warships. Hast du den mal auseinandergebaut? Denn, wie gesagt, alles andere funktioniert für World of Warships nicht. Und so wichtig ist mir World of Warships dann nicht, dass ich mir da jetzt hier alles... Hat er nicht gesagt. Das muss nicht sein. Hat er nicht gesagt, Leute. Neuer Router. Ob es am Router liegt. Ja, Router ist im Endeffekt doch scheißegal. Deswegen... Lassen wir das Thema so jetzt einfach scheißegal mal ist das nicht. Denn wir haben das jetzt schon die letzten Streams. Ich bin tot. Ich habe gleich wieder Zeit zum Reden. Oh, das geht auch perfekt. Diskutiert. Au. Wie scheiß Lepanto ist der hinten hingepimmelt. Ich dachte, der hängt hier links. Oh, aua. Ich hätte tot sein müssen. Wunder, dass ich das gerade überlebt habe. Ich hätte tot sein müssen. Aua. Ein Wunder. Oh, müssen wir beim Vatikan anrufen? Beim Papst? Nee, lass mal. Ein Wunder ist passiert. Den bin ich zu alt da. Hallöchen, Zara. Hallöchen, Gneisenau. Hallöchen, Mahan. Mahan. Der nächste ist tot. Wuhu. Uff. Aber Gegner haben auch schon ordentlich Leute verloren. Yeah, 990. Ich freue mich. Was eine Salve. Gneisenau, du olle alte Sau. Sag mal, kurze Tech-Frage nebenbei. Hattest du eine... ich sehe, du hast gar keine Probleme. Spielzeit mit ein bisschen Handicap heute. War das Thumbnail her drauf bei dem Video heute? Ja. Okay. Nach zwei Stunden später irgendwie. Merkwürdig. Oder drei Stunden später. Ich hatte das 2 Stunden bevor das Video kam schon raufgeklatscht gehabt. Sehr, sehr merkwürdig. Hm. Da wollte YouTube wohl nicht so. Burn! Das Schlimme ist, dass wenn man den PC übertaktet. Wenn man davon keine Ahnung hat und das falsch macht, ist das sehr schlimm. Dann ist das sehr schlimm. Wenn ein PC bloß auf 10, 20% mehr Leistung trimmen möchte, oder CPU besser gesagt, dann ist das bestimmt noch im Rahmen. Aber alle Angaben ohne Gewehr, das würde ich wirklich vom Profi machen lassen.
und nicht selber. Und im Endeffekt, das Übertakten sorgt dafür, klar, mehr Leistung. Ist immer die Frage, für was? Wozu brauchst du das? Wozu muss man eine moderne CPU unbedingt übertakten? Bei älteren Modellen, okay, gehe ich noch mit, das ist bestimmt irgendwie sinnvoll. Aber wozu so eine moderne, aktuelle CPU übertakten? Für was? Nichts. Außer vielleicht 8K-Rendering von irgendwelchen Filmen. Da gehe ich dann vielleicht noch mit. Hallöchen, Gneisenau. Und Dotschi Dotschi. Boah, hab ich schon getroffen. Killer. Boing. Minecraft in HD. Ja, ja. Für 2 Frames mehr. Bedenkt immer beim Übertakten, ihr killt damit die Lebenszeit von der CPU, von whatever. Die Lebenszeit, sag ich mal, wenn die ein bisschen kaputt geht, irgendwie vielleicht 5, 6, 7 Jahre beträgt. Man weiß es ja nicht, ist ja immer unterschiedlich. Aber dann kann es durchaus sein, dass durchs Übertakten die Zeit dann einfach schon runtersetzt. Und bei den aktuellen Technikpreisen ist das dann natürlich ganz schön unangenehm. So, gerade fährt Össer-Jutta nächste Runde. 2000 Leben habe ich noch. Nee, das sollte ich überleben. Aber ich bin ständig... Was? Ich bin durch ihn gespottet, logischerweise. Natürlich bin ich durch ihn spottet. Mann, du schießt raus, die Kacke hier. Türme drehen so langsam. Kling, plong. Haben wir noch schön getroffen. Ja, T10, Runde 6 Minuten 10. Der letzte im Team 120 K, der beste 480. Was ist hier los? Qualität. Qualität. Das wird immer schöner, immer besser. Hallöchen, Zara. Muss ich dich etwa nächste Runde spielen? Sieht fast so aus. Ja, tatsächlich. Scheiße, hat er mich noch erwischt. Aber wir treffen ihn auch nochmal. Oder auch nicht. So viel dazu. Niere versus Iwami. Oh, die gehen doch gut rein, die Schüsse. Hauptsächlich bei anderen Zerstörern immer das Problem, ne? Hm, genau. Das ist immer sehr, sehr schnell zu sehen. Und eben, wenn ich auf die Karte gucke und die Iwami nach 4 Sekunden mir erst angezeigt wird, weiß ich schon, dass das ist. Sorry, Zara. Hab ich kein Problem mit. Die fahr ich gern. Oh, B wird gehabt. Wer kann da nur drin sein? Man weiß es nicht. Wer? Gott! Skür, du wahnsinniger, vielen Dank für dein 26 Geschenke-Subs. 152 jetzt auch schon insgesamt. Dankeschön dafür. Merci. Holy shit. Alle mal danke schreiben, die jetzt einen Zap abbekommen haben. Skür, dankeschön. Das ist eine Menge Schotter. Diesmal bin ich tot. Muss ich kurz warten. Jiro, 8 Monate. Moin, Kraut und Niro. Shit, moin, so, dankeschön, David. 61 Monate. Ja, 61 Monate werde ich alt. Auf noch viele weitere 61er oben ruf. Dankeschön. Scully, danke für dein Geschenk-Sub an Schnittchen. General Larsen, danke für deinen Sub 7 Monate. Dankeschön dafür. Skür, du Wahnsinniger. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Ah. Schon gewundert, warum die 1, die 26. Jetzt ist er Platz 3 bei den Geschenke-Subs. Ah. So einer bist du also. So, Iwami, sehen wir jetzt deine traumhaft geilen Torps. Zeig sie uns. Dieser super montierte Torpedowerfer, wo man das komplette Schiff breitseite zum Gegner stellen muss. Oder rammt er ihn weg? Na. Spannend. Nere schieß. Taranya, Nevro, Ero. Und boom, schönes Ding. Weggeknallt. Mr. Jütland jagt die Nagato. Player 8 für irgendwas. Renamed User. Also, was ist alles für ein Namen hier? Haben alle keine Fantasie mehr. Boom und down. Schönes Ding. Schallnau, dir vielen Dank für deinen Sub. 12 Monate. Merci dafür auch noch viele weitere Jahre. Ich habe gerade echt einen Streamer gesehen, der meint, die U-Boote müssen gebufft werden und die Gegenmaßnahmen genervt werden. Oh mein Gott. Meint ihr den bestimmt nicht ernst? Würde mich jedenfalls sehr wundern. Boing. Solange man das begründen kann, solange man da irgendwie Beweise zeigen kann, ist das ja okay. Ja, eine verlorene Runde, wo man kacke war. Ja. Reicht das? Nein, bin ich mir nicht böse, aber hast du das anders gemacht?
Nö, wir haben die ausgiebig getestet über mehrere Monate. Wie du weißt, können wir die Schiffe auch vorab spielen. Ich habe die U-Boote über drei Jahre, habe ich die getestet. Bist du gefahren? Von dem spricht ja keiner. Und hast wir sprechen gedacht, ja allgemein von den U-Booten. Ja, was auch. Sinnvoll ist, dass nach einer Stunde sozusagen... Du weißt überhaupt nicht, wie oft ich die vorher gefahren bin. Gar nicht. Denere testet nie Schiffe. Ich teste die immer. Kaum sind die im Vorab-Dings hier. Ich kann sofort baller ich durch. Meine ganze Freizeit baller ich denn in Schiffe, die dann eh geändert werden und keinerlei Sinn haben. Irgendwie, dass dieses Spiel. Das liebe ich. Warum nennt man mich auf Super Krado? Weil ich eigentlich Supertester bin. Bleiben wir an die U-Boote aus der Waffenkammer jetzt eigentlich erhalten? Ja. 65.500. Wuhu! Nord 1-6. Schöne Runde. Warst auch gut dabei. Lief doch. Die ZF6 hat genau 2000. Das ist ja schick. So, wo ist denn die Zara? Er ist sogar zweiter. Ah, okay, okay. Der. Oh, auf Discord wird gerade Geburtstagskuchen gepostet. Boah, geil. Wie praktisch, dass ich das jetzt immer sehe auf den einen Bildschirm hier extra. Essen. Essen. Geil. Darf ich mit? Hab kein T7. Ja, Justin, dann darfst du auch nicht mit. Tut mir leid. Haben extra gesagt, T7. Pixel Paul, dann bist du dran. Achso, nee, das ist raus. Willst du nicht noch eine Runde probieren? Vielleicht geht's. Vielleicht muss das auch erst 2-3 Runden laufen und dann geht's auf einmal. Das bringt nichts. No. Das macht keinen Spaß. No. Morgen ist Feiertag, ne? Dann könnt ihr sich auch nicht melden. Sag mal gleich Bescheid, wenn die sich da melden. Ich vermute mal, dass sie dir sagen, die Grafikkarte ist hinüber. Und dann können wir die anderen Computer nämlich bestellen. Aber du sagtest, du bist jetzt erstmal weg, ne? Ich wollte jetzt noch mal warten, dass die sich vielleicht melden. Ah, okay. Wegen Abholen, denn, ne? Naja. Wie lang ein bisschen genervt, dass die nichts... Wie lang wärst du denn weg? Bis nächsten Freitag. Also okay, dann geht's ja noch. So um den Dreh. Nee, wäre es länger gewesen, hätte ich nämlich erst später bestellt, weil dann steht der hier nicht die ganze Zeit bei mir rum. Haben nicht so viel Platz. Du, ich meine, wenn die Grafikkarte irgendwie retten können, bereiten ach, können wir die nicht? Da irgendwie. Nein. Ja, aber wenn die irgendwie einen Ersatz finden, würde ich auch sagen, ja, dann über den PC retten. Lolos ist offline. Nee, du, das hat keinen Sinn. Der PC selber wegen der Lüftung oder was auch immer, die Grafikkarte halt gekillt wahrscheinlich. Und wenn wir jetzt eine, weiß ich, 600 Euro ausgeben für eine neue Grafikkarte, die wird da reingewürgt und im Endeffekt in 2-3 Jahren ist sie wieder kaputt. Das, ja gut, das hat keinen Mehrwert. 600 Euro ist auch ein bisschen viel, aber ich meine, wenn die mir dann einen guten, guten Preis nein, geben. Nein. Und ich meine, schon gar nicht. Bedenke, ich habe die nicht so oft sauber gemacht, den Rechner, wie ich es hätte machen sollen. Daher. Jetzt haben wir es. Da ist der Fehler. Ja, und na, beim Duo, bei uns ist morgen Feiertag. Bei uns ist morgen Reformationstag. Halloween. Hui, Buu ist morgen. So, Zara ist ready. Renzo Lombardi ist am Start. Gut geskillt. Stärkeres SAP können wir noch mitnehmen. Tarnwert ist aber nicht so geil, leider. Tarnung können wir noch nicht. Boah, der 12-2, das ist aber auch grauenhaft hier. Wollen wir eh auf Reichweite spielen? Wir haben so schon 16-1 noch Reichweitenflieger. Perfekt. Was ist das denn? Oh nee, oh Commander. Bin 6er. Okay, wehe, wir kommen in 9er Runde rein, Commander. Was das letzte Mal mit? Sir Ismir, danke für deinen Zügeschecke Subs. Dankeschön dafür. 160 jetzt schon insgesamt. Dankeschön, J-House MCG, 100 Pills. Torpedos für alle, Krado. Tschut. Dankeschön. Kurschen, 14 Monate. Polo, 100 Pills. Merci. Rohrkrepierer, U-Boot. Ja, Mann. Tüskebrücken, 31 Monate. Lisa Bond, 10 Monate. Und Schallner, 12 Monate nochmal. Dankeschön. Hype Train, Stufe 6. Okay, noch hinterher. 23 Monate, Namen zusammen. Doppelt. Hast du ein Schwein, Commander? Hast du ein Schwein? Nee, Nähe von so einer Rettungsaktion halte ich immer nicht viel. Denn lieber den Rest, was da ist, irgendwie bei Kleinanzeigen reinstellen, hier als weißt du, hier Reparatur, hier, nee, nicht Reparatur. Was hatte ich die geschrieben? Für Baumeister oder was du da, für Techniker. Oder für Bob, der Baumeister, Leute, genau. Für kaputt so gesehen oder muss repariert werden, irgendwie, dass man noch einen Obolus dafür kriegt, gut ist. Denn lieber sauber neu. Dann lieber sauber neu, dass die Teile auch aufeinander abgestimmt sind. Ja, also, aber ist halt schade um das Teil. Weil so hätte ich immer was, wenn ich nach Berlin fahre oder wenn ich unterwegs bin. Ja, das ist ja noch ein anderer Schnack. Den kannst du ja theoretisch dann auch so nutzen. Du kannst den kann man ja auch einfach so eine Grafikkarte kaufen. Das ist ja richtig. Aber für dich als dein Standrechner wäre denn was besser, wo du nicht denn auch Angst haben musst wegen der Lüftung etc. da alles. Ja, ja.
Vielleicht ist der kleine Ding, vielleicht war der auch nicht für diesen maximalen Gebrauch gedacht, weißt du, dass er jeden Tag da seine 24 Stunden läuft. Nein, so schlimm war nicht, aber... Du, vielleicht habe ich auch beim Saubermachen irgendwas kaputt gemacht. Das kann auch sein. Bei den Lüftern, man sagt immer, die Lüfter-Rotorblätter festhalten und dann ein bisschen reinpusten. Aber du, ich überlege, wie meine... Ja, das kann so vieles sein. Ich vermute eher, die Grafikkarte hat sich einfach verabschiedet. Entweder das Einfachste wäre der Lüfter auf der Grafikkarte, das glaube ich aber nicht. Da wird irgendwas anderes sich gelöst haben. Wasserrängig. Mit der Gießkanne sauber gemacht, ne? Auf, geschüttelt, ausgekippt und dann gleich die Powertaste. Ich dachte wegen Wasserkühlung, dass ich... Ach, so geht das gar nicht. Ich habe jetzt auf Wasser gekühlt, ist voll cool. Komm auch, der schwimmt, der Plüschtorpedo drin im Gehäuse. Musst du gar nicht gießen. Ach so. Doch, die wächst, der Computer wächst dann. Der ist dann größer, glaub mal. Please don't cry, vielen Dank für deinen Sub. Bright of Junior, danke für die 5 Geschenke Sub. Aris Blade, danke für deinen 2 Sub. Zerstören ist schöner als sinken. Aber sowas von. Genau deswegen werden wir jetzt die Gäde da eventuell zerstören. Mal gucken. Bin auf jeden Fall jetzt spottet. Da muss ich jetzt auch ein bisschen Geschütze wieder drehen. Hallöchen, Gaede, wie fährst du denn? Irgendwo da. Jetzt mal ganz schnell T drücken. Ihr nehmt auch. Ich gehe zu. Perfekt. Und boom! 4-4. 4444. Warum steht da 45? Oh, guck, ich habe einen Schadenspunkt geschenkt gekriegt. Das, weil ich CC bin. Ich kriege immer Damage geschenkt von Wargaming. Damit meine Auswertungen besser sind. Ja, ja, das ist so. Trust me, I'm CC. Nee. Dauert aber lange, bis der Mini-Tower zum Big Tower geworden ist. Krass, ne? Da musst du noch Dünger reinhauen. Richtig schön stinkenden Dünger. Manche benutzen es auch als Klo nebenbei. Und der Rap-Shop fragt, was sie Kalkspulen im Gehäuse machen. Ich hab den Wasser gekühlt. Über eine lange Zeit. Ich steh nicht die Sicherung rausgeflogen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas muss bei mir im Haus nicht richtig sein. Irgendwas ist kaputt. Ich sollte vielleicht mal Gas geben, mein Nebel hat schon längst aufgehört. Oh, Moment, ich bin jetzt Zara unterwegs und nicht hier Venezia Co. Das geht hier noch nicht so lang. Gas geben, Gas geben! Hallöchen, Fuß. Bom, bom, bom. Dankeschön an Please Don't Cry für das Geschenk-Abo. An den Firebird mit ganz vielen Zahlen dahinter. Ja, Feuervogel. Ob wir die schon hatten. Alles Blade. Zerstöre das Töne als Sicken, sagt er. Dankeschön. Hat mir gerade schon. Hatte. Sehr gut. Und auf Stand. Hallöchen, Geide. Können wir den nochmal hitten? Schön wär's. Fuso ist da hinten. Der hat gerade geschossen, glaube ich. Lagerlösschen hat er auch schon ordentlich aufs Maul gekriegt. Und Geide natürlich verfehlt. Lolos, ich würd dir mal empfehlen, wenn du Disconnect hattest, wenn du eingeladen wurdest, Krado einfach nochmal anschreiben. Denn ich gehe davon aus, dass Krado den Chatverlauf zugemacht hat. Daher bin ich gar nicht ganz sicher. Einfach sicherheitshalber nochmal anschreiben. Ich glaube, es war noch offen. Ich hatte ihn an erster Stelle geladen. Nee, Quatsch. Ich habe zugemacht. Schreib neu an. Ich habe zugemacht, weil du offline warst. Und offline heißt für mich nicht mehr da. Genau. Da kann ich nicht jedes Mal nachfragen. Ey, seid ihr noch da? Weil das zieht sich dann ganz schön über den Abend. Das zieht sich ganz schön. Nee, aber eins hatte ich offen gelassen. Der hatte nämlich geschrieben, er hat kein T7. Ich meine, wir hatten zwar T7 gesagt, aber ich hatte da ja ein bisschen rumgeeiert. So minimal, maximal. Hallöchen, Gäde. Und zack. Voll daneben. Schönes Ding. Einfach mal hintorpen. Werden wir schon treffen. Einfach mal hinballern. Oh, es folgt Frage 2. Das Gewinnspiel geht wieder los, mein Freund. Admiral Tirpitz, der Riddler von Team Krado, ist wieder am Start. Und ja, Bordguns. Alles für immer. Our spotter returns. Sag mal, was hast du für... Hattest du mal nebenbei auf deine FPS auch geachtet im Spiel? Alles super. Na, okay. Wie gesagt, FPS ist super. Die Latenz ist super. Das ist alles super. Und das wäre auch noch Überlegung wert. Einfach mal die Grafik völlig alles auf Minimum ballern, um einfach mal zu gucken, ob ein Unterschied da ist. Alles schon ausprobiert, du. Na ja, schon. Es ist, wie gesagt... Langweilig. Hier ist nichts. Öde.
Auf welches Schiff eröffnet Gefecht der Dänemarkstraße? Die Hut das Feuer. Yamato! Yamato! Ich helfe immer gern. Bin mir sicher. U-Boot jetzt hier genau vor der Nase. Zara bleibt dahinter. Gucken wir doch mal, ob wir den Cap hier zurückholen können. Vielleicht ist das U-Boot schon weggefahren. Joach, bin spotted vom U-Boot. Ist ja. Ach, du ahnst es nicht. Und deine Sekundäre losballert wegen U-Boot. Ach, du ahnst es nicht. Oh Gott, und der lenkt auch noch in meine Richtung. Ich muss jetzt kotzen. Da kommt der Ping schon. Haha, und ich treffe ihn nicht mehr. Aber ich muss jetzt unsichtbar werden. Und der hat wieder Ping daneben geballert. Ja, dieses U-Boot-Gameplay kann einen schon mal ganz schön überfordern. Das ist schon ganz schön heftig. Schuss an. Wir werden hier Ärger. Der U69, das war jetzt ein bisschen tief. Ne, die Tops. Das ist ein bisschen sehr tief. Da kommen so Punkte an. Ich glaube, die jucken mich nicht. Warte, ich mache auf was. Oh. Ach ja, das ist ja so sinnvoll, so gut. Warum ich da jetzt aufgedrückt? Ich weiß nicht. Commander, töte es. Töte es, bevor es Eier legt. Ping. Töte es. Ihre Jutsu droppt Bomben auf das U-Boot. Okay. Ich glaube, hier ist das ein oder andere Problemchen. Alter, wie spät ist denn das U-Boot aufgegangen? Was ein Bullshit. Ich war gerade spotted. Ich habe ihn auf der Karte gesehen, wie er sich bewegt hat. Und das hat bestimmt 2 Sekunden noch gedauert, bis er endlich angezeigt worden ist. Was ein Schwachsinn. Aber die sind fein. Die sind absolut fein, meine Freunde. Die sind fein. Klar, du an sich immer Samstag wird Samstag 19 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, gestern zum Beispiel kam was dazwischen. Das tut mir auch sehr leid. Vielleicht hätte ich streamen können, ihre wollt nicht. Das hatte alles gestern leider nicht so gepasst. Hab ich kommen gefragt, bisschen realistisch Battles War Thunder. Der so, nee. Auch sie deutlich entschuldigen. Passiert auch. Der ärgert mich aber. Ja, aber. Ärger mich so gern. Hallöchen, Fuso. Das ist jetzt aber unangenehm, so eine Fuso hier an der Seite. Hallöchen, kick du ihn. Mag deinen Namen, der ist voll cool. Au, 6000, das hat weh. Und das U-Boot rettet mich. Nee, macht's nicht. Dachte ich kurz, aber nope. Tschüss, kick du ihn. Yay. Boing. Down. Und jetzt 18 Sekunden noch. Scheiße, dauert zu lang. Ich bräuchte mal hier jemanden, der die Fuso jetzt wegballert. Das wäre sehr praktisch. Auf die Aufbauten! Zum Glück sind die so groß. 10 Sekunden, so schnell kommst du hier nicht ran. 5 Sekunden. Oh, diese Spannung. Tops sind auch ready. Hätte ich mal eingedreht. Diese Spannung. Ah! Mate! Oh, der hat geheilt. Oh, lol. Cheater. Cheater. Immer diese Heiler. Irgendeiner. Auf die Aufbauen. Bam, Junge. 2-5. Da kommen die Torps. Rettet er mich. Nein! Junge. Commander, ich will nichts sagen. Dein Support ist nicht so geil hier in dieser Runde. Muss ich jetzt leider mal so sagen. Und boom. Oh Mann. Du hattest einen Job, Commander. Einen Job. Das war lustig. So, endlich unsichtbar. Was ist da denn? Flugzeugträger. Scheiße, Minsk. Die Türme leider nicht so schnell gedreht bekommen. Ja, du kannst punktgenau im Nebel, obwohl ich ja sogar einlecke treffen. Ja. Komm, und jetzt noch abfackeln. Nein. Nope. Ja, der trifft nochmal. Ach komm, hör auf. Natürlich. Aber natürlich.
Bam, 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 bam. Der Commander wollte gerade sogar an mir noch vorbei und wollte den sogar wegrammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Er hat wirklich alles gegeben, um mich irgendwie zu retten. Aber wie ärgerlich war das denn bitte, dass die Tops da so blöd dran vorbeigegangen sind. Ah, Gott, die Zara. Der Herr? Nee. Geile Runde. Gekillt, kann man mal machen, wa? Kann man mal machen. Zari, Zaro, Zara. Warum tue ich den Flieger nicht? Ich weiß nicht. Besser Schusswinkel. Woop. Our victory is self-evident. Zari, Zaro, Zara. Der schießt gleich zurück, bin ich tot. Oh, Pixel holt sich hin. Nice. Das wäre mein Kraken gewesen. Egal, egal. Bam, bam, bam. Sorry, alles gut, Pixel. Der hatte noch mehr als genug Leben. Der hätte noch 2-3 Mal raufballern müssen. Vielleicht 2 Mal. Geschenkte Kraken will man nicht. Wenn denn schon nur verdiente. Na, jetzt lenkt er auch noch weg. Lenkt voll rein in die Rogue. Die Rogue hat den Kill. Schade. Und ne, lebt immer noch. Zwar getroffen, aber jetzt sind die Wege, wenn ich nicht mehr so gewohnt ist. GG, geile Runde. Ah, und jetzt haben wir schon die Besonderheit, ich habe überlebt. Im Schiffsroulette, ne, soll ja eigentlich so sein, dass mich jemand versenkt und ich spiele in das andere Schiff. Die Gegner haben es aber nicht hinbekommen, obwohl ich extrem offensiv gespielt habe. 1700 Grund-EP, der Pixel sogar noch drüber. Der Commander, den habe ich die ganzen Damage geklaut. Alles, was ihr immer toppen wollt, wäre sie die ausgewichen, nur ich habe sie vorher gekillt. Jetzt ist die... Gott, wirklich. Jetzt ist die Besonderheit. Mir gegenüber steht jetzt die Minsk. Cooles Schiffchen, viel Spaß. Ne, danke, ja, ich freue mich. Das bedeutet, ne, ich wurde nicht versenkt. Normalerweise hätte ich ja denn das gespielt, was mich versenkt hätte. Ich werde jetzt das spielen, was mir gegenüber steht, und das ist die Minsk. Yay. Da freuen wir uns sehr drauf. Pixel, Commander, danke fürs Mitkommen. Klick. Und klick. So. Jetzt haben wir. Wir haben wieder T7. Justin, das ist doof, dass du kein T7 hast. Das ist ein Problem. Wurde sich einmal frostige Tanne gewünscht. Das passt perfekt zum Schiff. Das bekomme ich hin. Andrea Bressler und Moin Matt. Moin Matt. Machen wir sofort. Klick. Der macht gerade sofort. Oh, aber hier ist so eine Schicke drauf bei der Minsk. Oh. No. Warte, warte, warte. Klick. Bäh. Kurz gucken, ist sie noch ausgebaut? Die ist ausgebaut. Letzte Minsk-Runde war ganz geil. Die letzte Minsk-Runde war tatsächlich auch im Schiffsroulette. Da hatte ich ganz viel Spaß. Ich würde die Gegner einfach bloß abfarmen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Was mache ich gleich? Was? Hallo? Nere? Hm? Was mache ich gleich? Du hast eben gesagt, ich mache irgendwas gleich. Brainaft. Ich habe gesagt, die frostige Tanne packen wir sofort drauf. Ach so. Der Brainaft, nee, du hast gesagt, gerade mach das gleich. Ich dachte, es wäre noch was anderes. Hm? Genau. Okay. André, mach deine Schmuddelseiten aus. Komm. André. Warum ploppt meine Nachricht nicht auf? Weil deine Nachricht wahrscheinlich hier ganz hinten irgendwo ist. Da ist deine Nachricht. Alles da. Hast bloß nicht gesehen. Ich war so schnell, habe ich alles weggeklickt. Oder die Nachricht kam in der Runde, dann sind die meist immer gleich minimiert. Andreas. Also mein Eindruck nicht falsch, dass die Minsk nicht so gut ist. Ich versuche mal zu zeigen, wie man die Minsk eigentlich spielt. Gestern hatten wir jemanden, ich weiß nicht, ob du das warst, der hatte gesagt, dass er mit den Russen überhaupt nicht klarkommt, weil er immer so schnell in Nahkampf geht und stirbt. Mit den 4-Kilometer-Tops, die sind bloß so Zierde. Die sind einfach bloß da, um mal was zu pushen oder die im extremen Nahkampf zu ärgern. Sonst willst du mit dem Ding ballern. Ich habe bei mir die Reichweite geskillt, ich komme auf 14,6 Kilometer. Und damit werde ich die Gegner versuchen, runter zu fackeln. Der Minz sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das ist nur, weil die Minz so hässlich ist und so ein Kackschiff. Und deswegen, Paint Knight, deswegen. Das passt halt so zusammen, weißt du? Jesus, ich war gerade im Weep-Channel. Okay. André, wir wollen nicht wissen, was du dir gerade angeguckt hast oder angehört hast, ja?
bitte lass diese Perversitäten, lasse irgendwo in der Schublade, ja? Das muss niemand hier wissen, danke. Diddle Debbert, dafür jetzt ab 8 Monate. Dankeschön dafür. Gott, Jo, 27 Monate immer auf das arme Teammate schimpfen. Eine echte deutsche Führungskraft. Kann ich am besten. Wie war der Typ damals, der gesagt hatte, ne, alle groß, blond, blaue Augen und sah selber aus wie so ein Gollum und, ne? Genau, das sind die deutschen Führungskräfte. Leutnant CDR Drui. Für was steht das CDR? Leutnant LT ist bestimmt Leutnant. André, jetzt bitte ein Schiff wählen. Komm. Jetzt hier nicht lange schreien, bitte ein Schiff wählen, wir wollen rein. Leutnant Commander Dr. Druid? Ah, das kann sein. Leutnant Commander Dr. Druid, das könnte sein, ja. Aber das Commander. C groß geschrieben ist. Weiß nicht. Anders aber. Hm. Jedenfalls danke für dein Zar. Doch, Commander! Boah. Ah, Diablo. Nice. Und Druide spielt ein Diablo. Nice. Mein Game ist halb am Verrecken. Boah. Was ist denn hier heute los? Was ist denn heute los? Also ich würde gerne mehr von André darüber erfahren. Mach mal einen Stream mit nebenbei aus, André. Vielleicht hilft das. Na, ah, dann wollen wir mal Hotschanhorst und Minsk. Auf geht's, ab geht's. Minsk war nicht der schnellste Idee im Spiel, also Krado als erster an der Front. Das war die Lenin, nicht Lenin, das war die Leningrad und das ist schon lange her. Ist auch nicht mehr der schnellste. Ja, das ist schon lange, lange her. Aber immer noch, also die zwei, drei Knoten, das Ding ist immer noch unglaublich schnell. Also Leningrad, nicht Minsk. Die Leningrad. Allgemein auch die Russen, Linien. Achso, naja. Die sind sehr fix. Warum macht das nämlich auch so viel Spaß, immer auf die zu schießen? Ganz toll. Was halte ich denn so vor? 37? Ja, doch, das müsste bestimmt reingehen. Flugzeit 23 Sekunden. Ja, ja, passt schon. So, wir haben noch vergessen. Patrick, nur 15, 28 Monate, moin, moin. Stats Attack, 25 Monate, merci dafür. Du Engler, find's ab. Willkommene Crew. Opa Kö, 46 Monate. Bolo Flash, 34 Monate. Please don't cry. Danke für dein Geschenk, ist ab. Merci nochmal. Dankeschön, Dankeschön. So, 9er Runde mit CV. 3 DDs. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich würde jetzt lieber die Mahan spielen, die mir gegenübergestellt ist. Aber so ist es nun mal. Ja, die frostige Tarnia, wir wissen alle, was das bedeutet. Krado kriegt voll auf die Fresse. Und Mauf, ich würde den italienischen DDs gar nicht so eine Rolle zuordnen. Dafür sind sie einfach zu speziell. Hm. Also als DD-Jäger würde ich so ungern spielen. Ja, so ein scheiß Tarnwert, ne? Ja, ja, die Geschwindigkeit ist klasse, der Tarnwert ist scheiße. Deine Kanonen sind toll, wenn der Gegner irgendwie Weite zeigt mit dem SAP. Aber da würde ich gar nicht so direkt sagen, dass die können eine Sache super. Gott, ich habe einen 6-8er Tarnwert. Wenn die Tarnung nicht geskillt, oder ist ja so scheiße. Was sagst du meine Tarnung? Ich guck, wo bist du? Du hast. Oh, schick. Wie ist ein Gruppenzwang? Hat auch die hässliche drauf. Andrea Disconnect, das ist nicht gut. Problem ist mit dem Tarnwert, ich kann hier halt nichts, gar nichts kontern, überhaupt nichts. Öster Jütland, Mahan Jervis, die haben hier einen Freischein von meiner Seite aus. Das müssen Shungmu und Scorn machen. Da kann ich leider nichts tun, außer mit raufballern vielleicht. Sollst du ja auch gar nicht, du sollst ja weiter weg. Ja, es sagt sich immer so leicht, wenn keine Caps da sind. Du, hier hat keine Caps ist doch geil. Für mich ja, aber nicht für den Rest. Weil jetzt können die DDs überall sein, die Tops von überall kommen. Das ist immer das Problem. Und ich sollte du kannst ballern. Piu, piu, piu. Theoretisch. Und 6-8 ist nicht schlecht, du. Für die Stufe. Leningrad hat 6-6. Also, hat er nicht unbedingt einen besseren. Noch schlechter. Der einzige, der da ordentlich raussticht, ist der Premium von den Deutschen. F1 war das, glaube ich. Ach, Hawk war das. Ich dachte, Missouri wird da. Ich kann sagen, hey, auf die hat er gerade geschossen. Das ist der gar nicht, ne? Sowas. Dann wollen wir mal. Hier ist die Hawkshow. Wofür steht CV und DD? Das sind die Abkürzungen für Flugzeugträger und Zerstörer. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh, der hat gut vorgehalten. Und trotzdem nicht getroffen. Haha, und ich habe schon Doppelbrand. Es ist so blöd. Es ist so blöd. 2400 mit zwei Türmen gemacht. Jupp. Alles klar. Ich wollte euch hier gar nicht auch so sehr auf euren Nebel verlassen.
glaube ich, den eben nicht getroffen. Was war das für ein Schwachsinn? Ihr könnt auch einfach so ballern. Die Gegner haben so extreme Probleme. Pass mal, jetzt täusche ich an. Oh, ich fahre in die Richtung. Ne, ne, ne. Und er hat geschossen. Abbremsen, andere Richtung, Gas geben, Salve ausgewichen. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Immer so ein bisschen antäuschen. Gerade die Schlachtschifffahrer warten darauf, dass sie in eine Richtung voll eindreht. Weil der wird kurz langsam und dann hat man ein ungefähres Zeitfenster, wo man treffen kann. Aber wenn du den gleich wieder zurücklenkst, dann wird das natürlich nichts mehr. Stehen im Missouri, da hinten ist jetzt natürlich ein Traum. Den jetzt da schön runter zu fackeln. Müssen wir bloß ankommen. Der fährt gerade schon rückwärts weg. Ach Mensch, Missouri. Trau dich doch mal was. Push. Push. Dann bist du schnell tot. Push nicht. Machst du gut, Missouri. Dreimal nicht durchschlagen. Juhu. Mauf, die, wenn du mit DD-Rolle, Standard-DD-Rolle aufklären meinst, aufklären könnte natürlich, aber der Tarnwert von den Italienern ist nicht gut. Der ist sogar, der liegt zwischen Delmi und Kleber und den ganzen anderen DDs und das ist kein guter Tarnwert. Also so ziemlich jeder andere DD wird dich meilenweit vorher sehen, bevor du da was machen kannst. Ich habe die Daseinsberechtigung dieser DDs auch wirklich noch überhaupt nicht verstanden. Die siehst ja aus so gut wie nie. Ja, naja. Das ist halt. Warum spielt man diese Schiffe, weil man alle anderen durch hat? Und wahrscheinlich. Langweilig ist. Wahrscheinlich. Hier Krom, der damit so unglaublich viel Spaß hatte. Der hatte ja bloß noch gemeckert, ne, über die Dinge. Und ich meine, der Achter war noch okay, weil der Tarnwert da noch nicht so wirklich schlecht war. Aber ab dem Neuner geht's wirklich los, wo du sagen musst, der Tarnwert, also das, gerade weil die Neuner Tarnwerte bei vielen Schiffen richtig gut sind. Jervis bei den Zerstörern. Jervis für abhauen. Was ist das, Jervis? Und Scorn ist tot. Das haben wir natürlich ein Problem hier. Jervis ausgewichen. Schade. Ah. Schießen wir wieder auf die schilligen Ziele. Hallo, Missouri. Die Angreifen habe ich gehört. Nein. Oh, Villa. Ich riech das. Nein. Ich riech das. Lass mich in Ruhe! Du hat auf mich geschossen. Die Sau. Oh, Missouri, brenn, brenn, brenn. Jetzt durch den Drop gebrannt. Brennt, glaube ich, sogar. Bom, 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 bom. Na, jetzt sind das auch schon Lichterloh am Brennen. Nun komm! Jetzt wird's brennen. Soll's brennen, Missouri. Und er brennt. Doch. Und der hat, glaube ich, gerade gelöscht. Der hatte den Drop gerade gelöscht. Oh, nochmal brennen. Jetzt an einer anderen Stelle. Das war zu weit. Warum hämmer ich eigentlich die linke Maus? Was kann ich gedrückt halten? Bam, 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 bam. Na, Missouri, macht Spaß. Auf einer Skala von 0 bis 10, Missouri. Wie sehr hat ihn, wobei die gewinnen gerade haushoch. Ich glaube, die Runde gefällt ihm sogar sehr. Pain Knight ist noch nicht. Die Minzkorte. Wäre eine coole Sache, wenn die Leben mit Heim kaufen könnte. Aber das ging erst ab T8. Irr, die Cleveland ist ja da. Boah, Jervis, gut geschossen, gut vorgehalten. Nochmal aufzuballern kurz. Missouri ballert auf mich. Cleveland ist down. Sehr schön. Ist der da aus dem Winkel nämlich weg. Kurz mal langsamer werden. Wieder Gas geben. Und weiter geht's. Gneisenau trifft sowieso nicht. Da können wir einfach weiterfahren. Wenn du da hast oder nicht, macht keinen Unterschied. So traurig das auch ist. Also sind die deutschen Schlachtschiffe leider gegen Zerstörer. Wir gelöscht. Meine Fresse, auf keinen löschen. Bullshit. Insel down. Und jetzt sehe ich nicht mehr. Alter. Und abgefackelt. Nope. Und die Jervis kommt bestimmt gleich wieder her. Na, sind noch fett da lang. Schade, bist du mich schon so schön runtergeballert. Ja, und jetzt geht er auf. Jetzt hinter der Insel geht er auf. Schwachsinn immer. Nervig. Sehr nervig. Danke.
Machen wir mal hier lang. Ich glaube nämlich, der wird hier gleich getorbt, da möchte ich ungern noch stehen. Hallöchen, Missouri! Ich hab gehört, du willst wieder brennen. Oh, Missouri, brenn, brenn, brenn! Du willst doch brennen, du willst doch brennen, du willst doch brennen. Triff dich nicht mehr. Da ist noch dahinter, da ist die Jervis. Hätte natürlich rückwärts. Oh. War doch vorwärts, Mann. Bom. Aha, 600, ich freue mich total. Bäm, 600, das wird immer besser. Oh, ein Zwei, das war super, das war ja Spitzenklasse. Glückwunsch, Marvin, zu deiner ersten 100k-Runde. Glückwunsch. Oh, das ist was ganz Besonderes. Rahmen sie dir ein. Au. Auf du, olle Sau. Yeah, hab ihn von der Seite. Hui. Hui, hui, hui. Hier will was setzen. Ja, ich weiß, jetzt ist Missouri nebenan. Da müssen wir kurz zugehen. Also, das auch mal ein bisschen sinnvoller setzen. Dankeschön. Und ganz gut. Ist die Jervis wieder? Torpedos behind. Jervis, Jervis. Wollte ich rumpushen mit dem Missouri holen, aber so wird er natürlich auch nichts. Ne? Ne. Bei Bundesliga. Bei 4-1 sind einige ordentlich runtergeballert. Mein Team müsste man ein bisschen aggressiver spielen. Wieso? Auch so langsam in zweiten Gang vielleicht wechseln, das wäre ganz angenehm. Ich meine, jetzt langsam auch nicht mehr, aber wäre vorhin ganz gut gewesen. Zweiten Gang, sogar Gold. Ja, ja, doch so. Wäre schon nicht verkehrt. Bei der Wirtschaftslage willst du, dass die Vollgas geben? Ja, Mann. Bist du denn verrückt? So, hier, wir spielen ja ein Spiel. Das ist ja Luxusgut oder kann man rausballern, wie man will. Gut. Wenn man das nicht könnte, dann könnte man sich das ja hier auch nicht leisten. Bäm, so. Hallöchen, Jervis. Jervis gibt der Gas. Jervis nebelt. Ach, ist daneben. Probleme, echt Probleme, die zu treffen. So, da, 300 bloß. Wie wenig Damage wollen sie machen? Gerade so, ja. Jetzt meckern nicht über die 300 Schaden. Du weißt, wie das läuft. Extra so eine Mühe, die Maus bewegen, da hinhalten, da schießen. Oh. Vielleicht hast du gar nicht mehr. Denn? Dann meckere ich auch nicht über den Schaden. Na, dann meckerst du aber sowas von. Ja, aber nicht über den Schaden. Der Schaden ist mir dann egal. Den hast du dann ja schon. Das ist richtig. Dann ist das nämlich ein Kackschiff und macht keinen Spaß. Gott, Habin, kommst du denn her? Ine, Habin! Und unsichtbar, und unsichtbar, und unsichtbar, und unsichtbar, und unsichtbar, und unsichtbar. Und unsichtbar. Boah, schön hat der den halt aus dem Leben hier geballert. Nice, nice, nice. Oh, weg, schön. Habin down. Vollgas, Vollgas, ab zum Cap. T7 auch down. Schade. Ich fahre nie wieder T7. Oh Gott, André, nur hör mal auf. Nur hör aber auf. Wenn die Runde mit Disconnect beginnt, dann ist sie sowieso scheiße. Ah. So ein DD ist nichts für Kado, viel zu hektisch. Och, ich muss ehrlich sagen, die russischen DDs, es ist so stupide, einfach damit Damage zu machen. Ob das jetzt sinnvoller Damage ist, ist mal jetzt was anderes. Aber es ist Wahnsinn, was das für Ballerbuden sind. Da träumt man Kreuz davon. So eine Dominanz durch die Hauptbatterie. Da träumt man Kreuz davon. So, nun haben wir die Kacke. Einer muss getroffen werden, sonst ist die Runde gleich zu Ende. Probier mal, einfach mal hinballern. Der Bombendrop muss sitzen und Ende. We are mighty, GG. But defeated. Schade, aber überlebt. Mal gucken, wer ganz oben steht. Wer mir gegenüber steht. Schade, oh, der dachte gleich wieder hier. Nee, 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 die Mahan. Ich stehe auch ganz oben. Oh, warum denn die Mahan, Alter? Von einem Randschiff zum nächsten hier. Naja.
Mit einem Siemer in der 9. Runde. Also selten so chillige 9. Runde gehabt mit einem Siemer. Hat einfach querbeet und ballert und ballert und ballert. Durch den schlechten Tarnwert. Ich könnt euch halt nicht duellieren mit anderen DDs. Ihr habt es gesehen. Der ist nicht schlecht, der Tarnwert. Der ist ultra schlecht. Der ist. Ja, und wenn du die Punkte übrig hast. Ja, wenn du die Punkte übrig hast, hier mit 19er Kapitän die Tarnung zu spielen. Oh nein. Gott. Guck dir die hat aber geile Torps mit 9,2 Kilometer. Das ist ja ein Torp-Monster, wie wir alle wissen. Wer kennt sie nicht? Die Legende der Torp-Mahan. Kann es sein, dass du gegen jedes Schiff was hast? Oder irre ich mich da? Ja, mal was Positives, mal was Negatives. Absolut korrekt. Moin, Matt, André, danke fürs Mitkommen. Schade, schade. Aber das hätten wir sowieso nicht mehr gewonnen. Die beiden dicken DDs waren ja noch da. Also, er hat immer noch kein T7. Justin, es tut mir leid. Justin hätte in der Zeit schon mal einen Siemer erspielen können, ganz ehrlich. Da war so viel Zeit jetzt zwischendurch. Wir haben uns hier noch nicht eine Stufe hin und her bewegt, Mann. Mann. Oh, kommt hier denn gleich aufgemacht. Öffne dich! Ah. So, mal gucken. Das bauen wir mal sofort um. Ich habe gehört, die Signale sahen ganz gut aus. Das nehmen wir noch mit. Das passt hier. Guckt es euch an, die schicke Tarnung. Geil. Ach Gott, was gehe ich denn hier? 3x4, gar nicht so wenig, wa? 12 Tops und 9,2. Was hast du mit der mal rumgeballert, mit der Mahan? Was hast du mit der gemacht? Die hat 4 Rohre, ne? 5x1 sogar. Oh ja, dann mit dem Ding baller ich ja. Ah, Tops sind so nebenbei einfach nutzen mal. Da gehe ich nicht auf die, Tops. Ja. Reichweite auf 14 erhöhen, dass wir das mindestens haben. Jetzt fehlen jetzt noch 2 Punkte. Ich habe keine 21er. Nee, die Reichweite würde ich nicht erhöhen. Warum denn? Die Granatgeschwindigkeit ist doch so geil bei der Mahan. Warte mal, 792 Meter pro Sekunde. Ist doch spitze. Du hast irgendwie 12 Kilometer so oder was? Das reicht an dich. Weil du ja auch den schönen Nebel hast. Was nehme ich denn mit? Nehme ich noch die Ladezeit runtersetzen von der Hauptbatterie. Das wäre theoretisch noch möglich. Aber das ist so wenig hier. Das sind gerade mal 0,2 Sekunden. Macht einen Unterschied bei 5 Koran. Ja, oder ich erhöhe noch die Dings hier. Wie schnell drehen die Türme? Relativ fix. Ich habe was ein Buch mit hier. So, komm. Ach, welche Tasse. Da wollte ich hin. Bisschen merkwürdig geskillt, aber passt schon für die eine Runde. Meine Freunde, das war unser Schiffsroulette für heute. Wenn euch das gefallen hat, schaut mal in die nächste Folge rein, dann geht es nämlich mit der Mahan weiter und mal gucken, wo uns die Reise noch hinführt. Was wir jetzt gar nicht hatten, war ein Stufenwechsel. Normalerweise gehen wir den Stufen auch immer hoch und runter, aber sollte noch nicht sein, aber bestimmt in der nächsten Folge. Haut rein, bewertet nicht vergessen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gefällt euch das Format, welche Verbesserungsvorschläge habt ihr da noch und wie fandet ihr so die Schiffe, die ich gespielt habe. Haut rein.